Yo Leute, herzlich willkommen zu Dead Island, dem Rider White DLC. Ja, wir haben ja jetzt kürzlich die Hauptstory beendet von Dead Island und ja, jetzt machen wir hier noch den DLC, der sich um den Rider White dreht. Das ist der Mann, den wir im Hauptspiel ganz am Ende bekämpft haben. Ja, wir sehen jetzt nochmal so ein bisschen die Story aus seiner Sicht, seine Geschichte erleben wir jetzt nochmal. So ein bisschen, das ist auf jeden Fall ein recht kurzer DLC, aber ich würde sagen, wir legen jetzt los damit. Los geht's. 18th of July 2006. Interviewing Ryder White, a colonel in the Australian Defence Force. I need to ask you some questions, Colonel. Yes, sir. Are you prepared to follow any and all orders from your commanding officer? Of course, sir. Are you prepared to kill the enemy without hesitation? Yes, sir. If necessary for the greater good, are you prepared to kill civilians? Yes, sir. Are you prepared to kill this enlisted man? Yes, sir. This fellow officer? Yes, sir. This young girl? Yes, sir. Will you kill this woman? Yes, sir. Interesting. You think he won't push the button because of her? He hesitated, which is why he was reassigned to Benoit. So who is she? His wife. Can we get her to the island? She's already there. She's been there 6 months now, and I believe she's the best chance we have to slow him down. Approaching the slums, Colonel. Lewington, are you all right, mate? Let's just do this. There's still people down there, Colonel. Irrelevant. Execute. All right, boys. On Colonel White's order. Show us the fireworks. Oh, Hilfe. Oh, ich muss aufstehen. Puh, was sind wir denn hier gelandet? Okay. Und hui, ich passe auf jeden Fall auf mich auf, aber meine Güte, wo bin ich denn hier gelandet? Mitten im Albtraum direkt. Wir sollten auf jeden Fall erstmal eine Art Waffe suchen. Das wäre erstmal nicht verkehrt. Also wir gehen mal hier die Leiter hoch. Weil jetzt sind wir erstmal unbewaffnet hier. Ich möchte mal ganz kurz gucken. Hat der Rider White irgendwelche Verbesserungen, die man für ihn holen kann? Nee, man kann da erst gar nicht rübergehen, okay. Alles klar. Gut, dann mache ich jetzt hier oben lang. Hep. Und ja, der Rider White, ja, den kennen wir ja alle noch vom Ende von Dead Island. Ja.
Das war ja der da, der sich da verwandelt hatte zum Schluss. Naja, und zwar der, mit dem wir mehr oder weniger die ganze Zeit gequatscht hatten, ja, manchmal. Über Funk. Komm, und ich will das Brecheisen nehmen. Jetzt habe ich es. Gut. So, Gesundheit ist voll. Wir gucken mal ganz kurz hier hinten. Sehr schön, noch ein Schraubenschlüssel. Ja, erstmal hier ein bisschen Bewaffnung einsammeln. Wir brauchen erstmal da alles, was wir so kriegen. Oh, da unten. Da drin ist ein Infizierter. Aber gut, wir sind ja jetzt gerade eh hier oben. Von daher. Wir gehen mal vorsichtig weiter. Hep. Was ist denn das? Ein Bauplan. Alles klar. Vielleicht können wir den dann bald zeitnah draufhauen auf die Waffe hier. Suche Einheit 4. In Sektor 1. Okay. Alles klar. Das ist unsere Aufgabe. Suchen wir jetzt mal unsere Leute. Wow, Hilfe. Ja, hier ist wieder mal ein Tänzer. Sehr gut. Mit denen hat sich schön ausgetanzt hier. Ich mach mal Taschenlampe lieber an. Damit wir ein bisschen besser was sehen. Dort hinten ist ein Selbstmörder. Oh, nicht nur einer. Komm. Jawohl. So. Ja, und eins kann ich schon mal so versprechen. Ja, dieser Rider White DLC, der wird nicht allzu lang gehen. Also ich weiß, dass es ein kleiner DLC ist. Aber ich hatte ja gesagt, ich möchte Dead Island bringen, plus die Erweiterung, plus auch noch Riptide. Ja, Riptide wird dann hier danach starten, sobald wir auch noch den DLC hier abgeschlossen haben. Jetzt müssen wir aber erstmal hier uns weiter konzentrieren und aufpassen. Weil wir sind ja mitten in der Stadt gerade. Jawohl. Los. Ab in die Ecke. Sehr gut. Ja, und mein Brecheisen hier. Das geht bald kaputt. Oh, hier kommt jetzt was Schnelles. Ich hab's ja doch gerade gehört. Da kommen sie. Hier, fang. Sehr gut. Jawohl, jetzt habe ich eine Machete hier sogar noch. Das ist gar nicht so verkehrt. Was gibt's hier noch so? Oh, Hilfe. Komm. Nimm das. Ja, und wenn ich den guten Rider so spiele, ja, man muss schon sagen, der ist schon grundsätzlich eine starke Spielfigur, ja. Dafür, dass man ihn nicht verbessern kann, ja. Es gibt ja nichts wie Upgrades, die man für ihn holen kann. Spielt das sich schon recht stark. Und hey, er hat sogar Raserei drauf. Ja, also so eine Art Ulti, nenne ich es jetzt einfach mal. Und hier sind überall Vorräte, also hier nach solchen Vorratskisten sollten wir auf jeden Fall die Augen offen halten. Ich schätze, die waren unter anderem vom Militär auch, ja, so diese ganzen Sachen hier wie Molos und so weiter. Naja, nicht unbedingt, ja, Molotov-Cocktail kann auch normale Leute gemacht haben. Ja, und interessant, diese Gespräche mit der guten Emily, ja. Er hat jetzt gerade gesagt, er möchte, dass sie als erstes in den Flieger steigt, ja. Aber wir wissen ja alle, ja, was mit der Emily zum Schluss passiert ist, ja. Wir kennen sie ja nur als Zombie, ja, vom Schluss der Main-Kampagne. Jetzt gucke ich mal kurz hier eine Verbesserung. Wollen wir mal hier eine holen? Ja, kommt, wir machen mal die Machete ganz gut direkt. Und dann haue ich mir noch eine Verbesserung auf das Brecheisen, was mir gerade so gefallen hat. Moment, wo ist denn das jetzt hier oben, das Brecheisen? Brecheisen mit Modifizierung, wo bist du? Ich
hab doch gerade das mit Schocke draufgehauen auf 1. Moment. Hier. Schwachbrecheisen. Das ist es, okay. Wo steht es? Schwachbrecheisen. Hier. Ja, irgendwie steht gar nicht dran hier, dass ich einen Mod da drauf habe. Das ist gerade ein bisschen eigenartig. Steht halt wirklich hier gerade nirgendwo da. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Aber gut. Einfach halt merken, nicht mein gutes Brecheisen wegschmeißen. Moment, hier müssen wir aufpassen. Komm, push. Jawohl. Das ist gut. Oh. Na los, geh hoch. Ja, und jetzt zurückgehen. Nee, nochmal hochgehen und jetzt zurück. Jawohl. Sehr schön. Den haben wir auch überwunden. Ja, und hier, ob hier noch Leute von dem Rider leben, ne? Ich weiß ja nicht. Also wir müssen weiter. Ich bin gespannt hier noch ein bisschen was in seiner Handlung jetzt zu erfahren, so. Komm. Jawohl. Los, wir rennen weiter. Ah, okay, der Rider White war das also, der dann auch diese Brücke in die Luft gesprengt hat, ja. Die Brücke kennen wir ja alle auch noch aus der Hauptstory. Das war also auch dem damals seine Idee. Los, jetzt müssen wir aber erstmal hier weiter kämpfen wieder. Alles klar. Ja, mir tut es echt leid um seine ganzen Soldaten hier. Okay, und hier hatten wir jetzt die Bestätigung in dieser Sprachaufzeichnung von dem einen Soldaten, ja. Das waren diese blöden Banden, ja, die seine Soldaten ausgeschaltet haben. Ja, ich sag's ja auch immer wieder, ja, die Menschen sind das Gefährlichste in so einer Apokalypse. Klar, die Zombies sind auch gefährlich, ja, wie sonst was, aber die Menschen, ja. Man sieht es ja auch an manchen Zombie-Serien unter anderem auch. Oder an Zombie-Spielen und so weiter. Das ist ja auch meistens so, ja? Die Menschen sind die größte Gefahr. Ja, und Kuckuck. Zack. Fuß im Gesicht. Wäre aber, glaube ich, auch im echten Leben so, ja? Bin ich ganz ehrlich. Oder eher gesagt, nicht wäre sogar so auch im echten Leben, sondern ist auch so im echten Leben, ja. Aber nun
gut. Lasst uns jetzt weitersehen. Hier könnte man hochklettern, ja. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es dort oben irgendwas Interessantes, wollen wir mal hochschauen. So. Okay, ist so ein Sprengstoffbehälter. Brauche ich aber eigentlich nicht, weil hier sind ja eigentlich recht normale Feinde. Ich kletter einfach an denen hier vorbei. Die interessieren mich einfach erst gar nicht. So, jetzt nehme ich hier wieder ein paar Mollos mit. Und meine Güte, findet er viele Mollos, der gute Ryder hier. So, jetzt machen wir erstmal hier schön ein bisschen die Infizierten weg. Einfach ein bisschen rumrabern hier. Irgendwie macht das Spaß. Na? Dort unten. Sehr schön. Da hinten glaube ich noch, oder? Ne. Bereich ist mehr oder weniger gesichert. Irgendwo höre ich dort unten noch was. Aber ich sehe jetzt nichts. Ich könnte mir vorstellen, dass die Geräusche vielleicht auch von dort unten kommen. Jetzt nehme ich hier erstmal alles mit. Granaten und so weiter. Ja, und das sind alles Vorräte vom Militär. Also das merkt man hier. Granaten und alles Mögliche, was hier gerade rumliegt. Ja. Das ist alles Zeug vom Militär. Da gibt es hier auch eine Schusswaffe. Ja, hier gibt es einen Revolver. Moment. Dann schmeiße ich erstmal die schwächste Waffe weg, die wir haben. Ja, und das ist dieser Schraubenschlüssel, der eine. Hier geht's weiter mit Loot. Ich heile mich erstmal hoch mit ein paar Energies und so. Ja, und du? Ey, du lebst ja noch. Ich dachte, das wäre ein Zombie, der da sitzt. What the hell is happening here? You're a soldier. Why aren't you protecting us? I saw you shoot a woman back there. She was sick in the head and you shot her. Like an animal. Please step back, sir. I don't want to hurt you, but I will if you give me no choice. Der arme Mann. Ich will ihn eigentlich hier nicht zurücklassen. Aber gut, wir müssen weiter. Wir müssen die Brücke zerstören. Ja, und das mit dem Kanister war etwas anders geplant eigentlich jetzt gerade. Na gut. Dann muss ich das hier unten nochmal ein bisschen anders angehen. Einen Moment bitte, meine lieben Zombies. Ich muss ganz kurz hier oben ein bisschen was aussortieren, auch mal im Inventar unter anderem. Weil das ist gerade echt auch wichtig, weil ich merke gerade, ich habe viel Gerümpel hier gerade mitgenommen. So, ich hau jetzt mal ein paar Mollos runter, denke ich. Hier. Komm. Bloody Bastard! Nochmal dorthin, ja, so ist gut. Und danach gehen wir auch runter. Auch wenn es jetzt nicht alle dadurch ausschaltet, dann haben wir immer ein bisschen Schaden verteilt hier unten. Irgendwo steht noch einer. Ach, da drüben stehen noch welche. Los, wir machen die einfach mal weg. Andererseits ist natürlich auch sinnloser Munitionsverbrauch. Allerdings muss ich aber auch sagen, ich habe das Gefühl, wir werden hier in diesem DLC gerade, zumindest zu Beginn, gerade schon vollgeschmissen mit Ressourcen. Deswegen macht es gerade irgendwie Spaß, mit dem Ryder White einfach die Zombies wegzumachen. Wie auch eben mit diesem MG-Geschütz. Ja? Wir mussten gar nicht die mit dem MG wegmachen, ja, aber hat trotzdem Bock gemacht, die damit wegzurattern. Komm. Oh, ich höre so einen Selbstmörder. Ah, das ist irgendwo hinter uns. Daher, wir gehen weiter. Hier müssen wir lang. Wir sind hier in diesen Quarantänebereich rein. Und ich glaube, ich erkenne jetzt auch den Bereich hier wieder. Ja, die Brücke ist irgendwo dort vorne. Ja, immer geradeaus hier halten. Feasting on a bloody corpse. He was crouched in the street like an animal. His face was covered in blood. When he looked up at me, I knew he had no fucking idea who I was. He growled at me and bared his teeth, and I shot him right in the bloody head.
to put these poor bastards down. I didn't want to just leave them in the street like that. Jesus Christ, we have to finish what we started here. We have to blow that bloody breach. Ja, und es sind gerade überall auch solche Aufzeichnungen von diesen unterschiedlichen Soldaten. Moment. Hauen sie bitte ab. Auf Hilfe. Na los, hau ab. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das war gerade heftig. Oh, und es bleibt heftig. Ich habe das Gefühl, hier kommen die gerade durchgehend. Jedes Mal angerannt. Dass jedes Mal hier ein Nachschub gerade kommen würde. Oh, Hilfe! Alter. Schnell nach oben hier. Zum Glück können die nicht klettern. Das kann einen ja zumindest etwas beruhigen. So. Wir befinden uns jetzt hier. Wir sind dem Fluss hier entlang. Ja, hi. Kami! Ja, hi, 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 hi. Hier runter wollte ich jetzt eigentlich nicht fallen. Aber gut. Ich glaube, ich werde wohl gleich mal raus rein nutzen. Wenn das so weitergeht hier. Komm schon. Na los, Ryder. Wir müssen hier irgendwie einen Weg finden. Irgendwie habe ich mich jetzt gerade in eine blöde Ecke hier verschafft, ja. Obwohl ich keinen Weg sehe, da war ich dort oben runter geflutscht bin. Hier rennen wir ja lang. Ich hänge irgendwie mitten im Fluss drin. Komm, Heilung reinhauen. Meine schönen Waffen gehen kaputt. Ich muss hier dringend wieder rauskommen. Ryder, kannst du dich hochsteigen? Ich habe das Gefühl, ich hänge hier unten fest. Ich glaube, wir sollten vielleicht meinen letzten Kontrollpunkt laden. Oder? Moment, hier folgen wir kurz der Markierung. Die Markierung sagt, ich soll hier lang laufen. Ja, hier kann man durch. Okay. Ich habe den Weg nicht gesehen. Ich dachte gerade, ich hänge dort wirklich fest, ja, und ich muss den Kontrollpunkt nochmal neu laden. Ja, und ich habe das Gefühl, wir müssen einfach weiterziehen. Die Gegner kommen, glaube ich, gerade unendlich irgendwie nach. Wo? Komm schon. Nee, wir müssen hier weg. Hilfe, das ist gerade echt heftig hier. Ich höre schon die nächsten. Oh nein, nein, nein. Geh mir aus dem Weg. Hinter mir höre ich sie doch schon wieder. Wow, wow, wow. Lauf weiter, Ryder. Hier hoch, schnell. Oh mein Gott, Hilfe. Oh, ich glaube, das Schlimmste ist jetzt erstmal mit geschafft hier. Hier ist wieder jemand, der überlebt hat, diesen Albtraum. This was our second honeymoon. The vacation of a lifetime. And then that's when my wife got sick. I tried to take her to the hospital, but she attacked me. I screamed at her to stop. I begged her. I did everything I could, but she wouldn't listen to me. So I hit her, and I hit her again, and I hit her until she stopped moving. Oh my God. Der arme Mann, da musste seine eigene Frau ausschalten. Aber sie hat sich ja verwandelt, ja? Trotzdem, hart ist es auf jeden Fall natürlich für ihn. Ja. Also jetzt tun wir mal die Magnum hier unten hinpacken. Und ich merke wirklich, ich muss das ganze Zeug hier richtig aussortieren mal. Weil wir haben wirklich viel Müll jetzt gerade hier schon so eingesammelt. So. Zack. Dann machen wir jetzt erstmal so.
Los, wir nehmen die Machete hier mit. Oh, sie kommen. Okay, und hier könnt ihr auf jeden Fall der DLC hochklettern, so richtig. Oh, nun gut. Vielleicht liegt das bei denen daran, weil das ganz frische Zombies sind, ja. Weil dieser DLC hier, der spielt ja mehr oder weniger direkt am Anfang, ja, wo der Virus ausgebrochen ist. Oh, ich höre schon die nächsten. Ich glaube, hier sind wir falsch. Obwohl. Ja, hi. Komm. Gut gemacht, Ryder. Hilfe. Das war heftig. Also das ist wirklich heftig, was hier an Feinden einem entgegenrennt. Und Raserei beim guten Ryder hier. Naja, gut ist er jetzt nicht unbedingt, ja, wenn man das Ende betrachtet, aber gut, ja. Auf jeden Fall seine Ulti finde ich echt Hammer eigentlich. Hier mit dieser Pistole, ja, nicht schlecht auf jeden Fall. So, die wärmen wir auch mal ab. Jawohl. Magnum raus kurz. Jawohl. Der hat direkt die anderen noch mitgenommen hier. Oh. Ja. Dankeschön. Wegen euch bin ich jetzt noch fast in das Stromzeug geflogen. Ja, Tanz. Tanz bis zu deinem Ende. Wow, hi. Los, 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 los. Weg hier. Jetzt gehen wir bei dem ran und weg. Sehr gut. So. Wir müssen hier weiter. Ich bin wirklich froh, wenn wir das geschafft haben mit der Brücke. Das ist gerade einfach nur heftig, was hier abgeht. So, sehr fein. Die sind soweit fast alle weg. Ich höre nur noch einen. Der ist aber hinter der Mauer hier. Moment, hier sind die Sprengstoffsachen. Ja. Oder? Ja, Moment, ich muss auch erstmal kurz zusehen, dass ich hier die eine Waffe noch mitnehme. Die starke Pistole hier. Komm. Muss ich was anderes dafür wegtun, kurz noch hiermit. Ja, tun wir das dafür weg. Gut. Moment. Und so machen wir das Ganze hier. Gut. Jetzt gucke ich mal noch ganz kurz hier. Ja, jetzt können wir weiter eigentlich auch schon. Wir haben hier alles eingetütet. Let's open this up. Ich dachte gerade, hier wäre noch Sprengstoff. Weil das dort noch so rumtütet. Tutet meine ich. Nicht tütet. I need help. I need help. Rescues. They robbed me. They shot me. Oh. We should be helping each other.
shooting each other. Don't they know that? Der arme Mann. Ich will ihn eigentlich nicht hier liegen lassen, ne? Boah, diese blöden Banditen. Na, wir haben es ja gerade gehört, die haben auf den hier geschossen. Und jetzt können wir den armen Mann auch noch hier zurücklassen. Komm schon, wir müssen die besiegen. Die bösen Menschen hier. So, was liegt hier? Molotow. Und eine Bolo-Machete. Okay. So, ich nehme die mit. Ja, und hat sich überhaupt nicht gelohnt, das Brecheisen vorhin zu verbessern. Weil wir jetzt schon wieder das wegschmeißen mussten, weil es hier eh schon wieder viel besseres Zeug jetzt gerade gibt. Aber gut, hat immerhin eine schöne kurze Zeit mit der Waffe. Immerhin das. Ich tue gerade mal hier ein bisschen aussortieren den Mist. Weil ich glaube, einen Händler werden wir wohl kaum hier gleich finden irgendwo. Ich denke, es wird vielleicht gar keine geben hier in der Erweiterung. Sehr gut. Ja, und irgendwie gefällt mir gerade hier dieses Pistolengefecht. Eigentlich bin ich nicht so der große Fan von diesen Pistolengefechten und so. Aber eigentlich mag ich es jetzt gerade hier auch ein bisschen. Ja. Zum Rider passt es halt irgendwie, ja. Diese Schusspassagen hier nenne ich sie jetzt einfach mal. Komisch anfühlen tun die sich natürlich trotzdem, ja. Komisches Gefühl ist es natürlich schon hier zu kämpfen, so. Mit Schusswaffen in dem Spiel. Aber es ist grundsätzlich jetzt nicht so, dass man sich daran nicht gewöhnen kann. Ja, also, nachdem wir jetzt das Hauptspiel durchgespielt haben und so weiter, hat man sich nach den ganzen Stunden mit den Schusswaffen schon so ein bisschen dran gewöhnt. Dass sie sich etwas anders hier spielen und auch vom Spielgefühl etwas anders sind, als wie so in den manch anderen moderneren Spielen heutzutage, ja. Moment, die Pistole hier wäre stärker. So. Hey, gibt's hier Vorräte? Ne. Den kurz mal ausnehmen. Da vorne. Komm, zeig dich. Sehr gut. Oh, da oben. Push. Sehr gut. Los, wir müssen weiter. Rennen Sie die nächsten Feinde. Ich sehe sie schon auf meiner Minimap. Ah ne, das dort oben ist nur ein Körper von einem. Aber hier sind welche. Hi. You like that? Das ist der Anführer von denen. Weg mit dem. So. Jetzt holen wir uns den gestohlenen Sprengstoff mal hier. Rück den raus. Zack. Moment, ich sehe gerade, ich habe gerade noch ein Sturmgewehr hier aufgehoben. Das möchte ich jetzt einmal alles hier wieder sortieren. So, perfekt. Und ein was muss ich noch ganz kurz hier machen. Ja. Wo ist mein Molotow? Hier unten ist es. Das möchte ich hier rüber tun. Und die Granaten hier rüber. Alles klar, wir sollen jetzt auf den Abwasserkanal.
dorthin kommen, ja. Zu der Brücke. Aber hey, immerhin haben wir jetzt den Sprengstoff. Das ist schon mal gut. So, dann müssen wir jetzt nur noch die Brücke erreichen. Das sollten wir jetzt eigentlich auch noch mit hinbekommen hier. Sturmgewehr laden wir mal durch. So. Ja, hi. Okay, mit euch beiden hätte ich jetzt hier so gar nicht gerechnet. Auf einmal kommen jetzt zwei von denen. Hilfe, also da kriegst du auch einen Schreck. Moment, hier ist ein starkes Stockmesser. Das rüsten wir einmal kurz aus. Das alte Zeug hier wieder wegtun. Ich habe viel zu viel hier einfach schon wieder aufgehoben. So. Was tun wir denn da mal weg? Ich denke jetzt noch nichts. Ja. Das starke Messer heben wir mal noch kurz auf, bis die Machete und die Axt und so weiter komplett hinüber ist, würde ich sagen. Oh oh. Ja, wenn hier nicht solche Horden kommen würden wieder. Ja, Hilfe. Hilfe, jetzt wird das mal wieder so heftig wie oben. Ich hätte eigentlich gedacht, hier unten wird es ein bisschen entspannter in der Kanalisation. Könnt ihr mir wenigstens verraten, wie ihr alle hier reingekommen seid in die Kanalisation? Komm, hol's mit dir. Ja, weg damit. Komm. Gut, die bleibt liegen wenigstens. Wenigstens etwas Gutes. Oh, hi. Ja, und hier mit dem Rider. Ich merke es gerade immer mehr. Ja, ich spiele gerne mit dem mit Pistole. Oh, Hilfe. Und auch gerne mit den anderen Schusswaffen. Mit ihm hier. Eine Schrotflinte wäre noch nicht verkehrt, vielleicht für ihn. Hilfe, das ist schon wieder zu heftig. Okay, Nahkampf. Lasst mich in Ruhe. Kennt ihr das? Da kommt noch mehr von hinten. Wo kommt ihr denn schon wieder alle her? Ja, ja. Schon wieder Massenversammlung, habe ich hier so das Gefühl. Könnten Sie mich bitte alle in Ruhe lassen? Please. Ich muss die Brücke in die Luft jagen, aber nur gut. Wenn wir die Brücke dann hochjagen, vielleicht wird es dann besser hier. Oh, da kommt eine Horde. Jawohl. Komm. Oh, das kommt hinter mir. Oh, Hilfe. Spritz rein das Zeug. Ja. Und jetzt Ulti, los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. That's what I like to see. Meine Güte. Jetzt lauf weiter los. Lass mal hier vor und umdrehen. Huiuiuiui. War das schon wieder heftig. Also ich glaube, am besten ist es eigentlich, wenn so eine ganze Gruppe auf einen zugerannt kommt, einfach mit dem Sturmgewehr draufhalten. Und wir sollten die Tür lieber hier schließen. Sonst kommt hier noch gleich wieder was von hinten. Und das wäre ganz und gar nicht gut. Moment, da unten ist überall Strom. Können wir den irgendwie abstellen? Hier ist ein Sturmgewehr. Ist das stärker als unseres? Ja, ist es. Gut. Und hier ist auch noch eine neue Machete. Die ist auch stärker als unsere aktuelle. Und dann einmal jetzt hier rüberspringen. So. Hier ran. Strom ist aus. Brandgranate gefunden. Ja, auch nicht schlecht. Ja, und jetzt kommen halt wieder meine rennenden Freunde hier. Ja, die können halt jetzt auch einfach hierher kommen. Weil der Strom ja jetzt weg ist. Obwohl, nee, die kommt dort hinten, oder? Die sind hinter dem Tor. Nee, da unten sind sie. Komm. Bloody Bastard! Ja, bitte nur diesmal nicht so viele. Dann wäre ich schon dankbar. So, nachladen das Sturmgewehr lieber.
Komm, husch. Ich lasse dich jetzt einfach mal hier. Und ich renne jetzt einfach weiter. Oh. Bitte nicht gleich eine Horde hinter mir angerannt kommen. Bitte, bitte, bitte. Sehr gut. Oh, hinter mir kommt auch noch was. Komm schon. Lauf, 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 lauf. Und Leiter hoch. Hui, 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 hui. Wir sind oben. So, wo ist die Brücke? Eine Aufzeichnung wieder erstmal hier. So, da drüben ist die Brücke. Alles klar, wir müssen die alle bekämpfen. Okay, hinter uns kommen immerhin keine Zombies. Los, zeigt euch, damit ich euch mit dem MG entfernen kann. Na los. Ja, wieder ein bisschen Schaden zugefügt. Jawohl. Na, ich habe nur das Gefühl, das MG bringt ja nicht viel. Wir sind halt eh weiter hier vor. Los geht's. Taschenlampe an. Dann kämpfen wir uns jetzt schön nach vorne hier. Zur Mitte der Brücke. Und dann jagen wir das Ganze in die Luft. Ich höre überall Zombies, aber ich sehe sie zum Glück nicht. Und mich würde es nämlich nicht wundern, wenn jetzt hier viele angerannt kommen würden. Ja, wegen dem ganzen Geschieße hier, weil das natürlich auch sehr laut und auffällig ist. Hi! Kami! Zack. Nachladen. Bloody Bastard! Komm! Na los, zeig dich wieder da drüben. Moment, für euch mache ich mal eine kleine Überraschung hier hin. So. Wahrscheinlich trifft ihr euch aber eh nicht. Ja, habe ich mir schon gedacht. Die Granate rollt zu weit. Okay, jetzt hat sie immerhin Schaden gemacht. Hier, für euch ist noch das hier. Jawohl, das hat gut ausgeteilt. Das war gerade richtig gut eingesetzt. Alles klar, die Brücke ist jetzt sicher. Hier liegt aber auch überall noch mal Munition und so. Ich weiß nicht, ich kann mich bestimmt hier noch mal einstellen auf einen harten Kampf oder so jetzt. Los, wir gehen mal schnell hier runter. Sprengstoff jetzt platzieren. So, hier kommt der erste Sprengstoff ran. Let's go. Sehr gut gemacht. Hier kommt das nächste Ding ran und hier auch wieder das nächste. Oh, da kommen welche. Aufpassen. Gut, abgewehrt sind sie erstmal. Ah, hier hinten kommt nochmal eins ran. Okay, das ist klar. Alles an den einen Pfeiler hier ran. Alles ist platziert, dann gehe ich mal wieder nach oben. Alles klar. Wir sollen jetzt zu einer Tankstelle hier hin, um evakuiert zu werden. Ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal hin, Leute. Hier machen wir jetzt erstmal Schluss. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!